Herzlich willkommen bei Aktienlust TV, heute mit einem kleinen Biotech-Special. Ja, wenn man an Biotech-Aktien denkt, dann fallen einem natürlich in erster Linie die großen US-Unternehmen ein, ja, wie Gilead, Biogen, Amgen und so weiter. Aber auch die natürlich in der zweiten Reihe, die vielen jungen Unternehmen in der Immuntherapie. Da ist natürlich das Who is Who der Forscher, das Who is Who der Unternehmen in den USA beheimatet. Aber auch Deutschland hat einige kleine, aber feine Perlen in dem Sektor am Start, wo es sich durchaus mal lohnt, da näher hinzuschauen. Ja, heute gab es Nachrichten, neue Nachrichten bezüglich Evotec. Ja, man hat weitere Erfolge in dem Forschungsprojekt mit Bayer erzielen können. Ja, es geht hier um die Entwicklung eines Medikaments gegen ein Frauenleiden und hier ist die Studie weiter fortgeschritten. Bayer hat ja gerade den Vertrag mit Evotec auch bis 2018 noch weiter verlängert. Also wahrscheinlich wird man auch in 2019 hier dranbleiben, wenn die Ergebnisse stimmen. Also hier eine Aktie, die durchaus einen Blick wert ist, die heute auch positiv startet. Sie sehen es auch im Chart, ganz spannende Ausgangslage. Man konsolidiert ja oberhalb der 200-Tage-Linie. Das ist etwas im Bereich von 14 Euro, also dieser Unterstützungsbereich sollte eine gute Basis sein, um vielleicht im weiteren Jahresverlauf die Höchststände aus 2017, die liegen ja im Bereich von 22 Euro, wieder in Angriff zu nehmen. Also die Aktie bleibt spannend. Ja, gehen wir zum zweiten Titel, den Deutschland eben zu bieten hat. Nicht minder interessant ist Medigene. Medigene hat sich der Immuntherapie verschrieben. Ja, man hat einige Therapien am Start in der Forschung. Man hat ja letztes Jahr dazugekauft in dem Bereich und ist auch dieses Jahr auf vielen, vielen Konferenzen vertreten, wo man über die Fortschritte spricht. Ja, also da ist einiges am Start. Man hat ja mit Bluebird Bio aus den USA einen sehr, sehr starken Partner hier an der Seite, die auch mit Meilensteinzahlungen die Forschungen vorantreiben. Und man hat jetzt einen Erfolg bezüglich eines Impfstoffes im Bereich Prostatakrebs verzeichnen können. Eine norwegische Studie hat das hier kontrolliert, dass eben das Risiko einer Wiedererkrankung mit diesem Impfstoff deutlich gesenkt wird. Das ist ein Zwischenupdate natürlich auf dem Weg zu einer wirklichen Ausrollung dieses Medikamentes. Aber natürlich, die Aktie hat reagiert positiv, auch hier. Schauen wir uns mal aktuell den Chart an. Also das sieht natürlich wirklich bilderbuchmäßig aus, wie hier der Turnaround in den Jahren 2011 bis 2014, 15 vollzogen wurde und jetzt 2017, 2018 auch wirklich der Durchbruch wieder nach oben über diese Unterstützung bei 13 Euro. Die haben wir jetzt kürzlich nochmal getestet, jetzt wieder der Vorwärtsgang mit den neuen Meldungen. Wenn hier der Sprung natürlich Richtung 20 Euro gelingt, wie zu Jahresbeginn und darüber hinaus, ist hier natürlich sehr, sehr viel Musik drin. Und natürlich sowohl bei Evotec oder Medigene kann man durchaus sagen, im Vergleich zu amerikanischen Pendants ist hier der Börsenwert extrem niedrig. Was natürlich immer wieder die Option offen lässt, dass auch hier mal ein großer Player am Markt auf den Plan tritt und diese Unternehmen schlucken will. Natürlich geht das nur mit Aufpreis, von daher kleine Positionen sollten sich auszahlen. Ein Schritt weiter ist schon Morphosis. Das ist schon ein Urgestein der deutschen Biotech-Szene. Hier ist jetzt der Börsengang, ein Zweitlisting in den USA geplant. Das wurde auch gestern bekannt, das erfolgt im Rahmen einer Kapitalerhöhung. Also es gibt 8,3 Millionen sogenannter ADS, wie das in den USA üblich ist. Die Zahl der Stammaktien wird damit um 2 Millionen erhöht. Das ist jetzt keine große Verwässerung, von daher hat die Aktie auch nicht stark negativ reagiert. Also Morphosis ist ja bekannt für seine Plattform in der Entwicklung antikörperbasierter Produkte. Da geht es natürlich auch um Arzneimittel gegen Krebs, gegen Autoimmunkrankheiten, Infektionen etc. Schauen wir hier den Chart an, ist es natürlich sehr, sehr spannend. Die Aktie ist drauf und dran, das Allzeithoch aus 2014, was bei 98 Euro liegt, einen Angriff zu nehmen. Aktueller Stand 84 Euro, da fehlt nicht mehr viel. Und wenn hier der Sprung darüber gelingt, da ist feuerfrei angesagt. Also das sind drei
aussichtsreiche Biotech-Aktien aus Deutschland, die man sich durchaus anschauen kann. Aber bitte, wie gesagt, mit kleinem Geld, nicht mit dem großen Geld, weil hier natürlich in dem Sektor auch immer wieder Enttäuschungen möglich sind, die so eine Aktie auch schnell einmal deutlich zurückbringen. Aber no risk, no fun. Hohe Chancen gibt es an der Börse natürlich auch nur mit entsprechenden Risiken. Von daher sollten Sie das entsprechend einordnen und vielleicht das ein oder andere hier tätigen. Das war's heute von mir zu den Biotech-Aktien aus Deutschland. Demnächst hier mehr auf der Aktienlust, Ihr Jürgen Schmidt.